Freunde, willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin's, der Alex wieder und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. In diesem Video geht es um das Thema Garantie und Gewährleistung. Oftmals werden beide Begriffe gleichbedeutend benutzt, jedoch sind das zwei verschiedene Dinge. Und das möchte ich in diesem Video klarstellen, denn oft und viele Zuschauer haben mich schon darum gebeten, Alex, mach doch mal ein Video dazu, wie ich mit dem Thema Garantie bzw. Gewährleistung umgehe, welche Rechte und Pflichten habe ich, wie funktioniert das, wenn ich Artikel beispielsweise bei Amazon kaufe, diese bei eBay wieder verkaufe und der Kunde meldet einen Garantiefall. Wie gehe ich damit um? Das Ganze werde ich in diesem Video erläutern und freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, Freunde, das Thema Gewährleistung und Garantie, ein sehr wichtiges Thema, aber auch ein sehr umfangreiches Thema. Deshalb werde ich hier nur einige wichtige Punkte für euch als Reseller und Wiederverkäufer ansprechen, um das Video nicht in die Länge zu ziehen. Alle Informationen, die ich hier zur Verfügung stelle, entnehme ich der Seite selfdesk.de. Falls ihr euch da, wie gesagt, selbst nochmal informieren möchtet und das Ganze nachlesen möchtet, den Link dazu packe ich euch unten in die Beschreibung, so könnt ihr euch selbst auch informieren. An dieser Stelle möchte ich mich auch davon distanzieren, dass dieses Video und dieser Inhalt, den ich hier wiedergebe, 100% korrekt und vollständig ist. Denn falls ihr 100%ige Angaben haben möchtet, speziell für eure Dienstleistung oder Produkt, müsst ihr natürlich euch mit einem Rechtsberater bzw. einem Anwalt beraten lassen. Der kann euch nur 100%ige Angaben dazu geben. Falls ihr neu auf diesem Kanal seid und euch interessiert das Thema wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, dann abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. So, dann lass uns mal anschauen. Selfdesk hat das hier echt sehr gut geordnet und sehr gut nahegelegt. Also falls du da nochmal genau nachlesen möchtest, ich gehe wie gesagt nicht auf alle Punkte ein, dann mach das sehr gerne. Und lass uns erstmal die Definition der Gewährleistung anschauen. Was ist das eigentlich? Gewährleistung wird auch Mangelbürgschaft und Mangelhaftung genannt, was den eigentlichen Zweck der Regelung bereits verdeutlicht. Genauer gesagt bedeutet das also, dass du gegenüber deinen Kunden eine Pflicht hast, einwandfreie Ware oder eine einwandfreie Dienstleistung zu bieten. Andernfalls musst du die Mängel ohne einen Aufpreis bis zu 2 Jahre, ja, das ist gesetzlich vorgeschrieben und ist verpflichtend, nach der Lieferung der Ware bzw. nach Erbringung der Leistung beheben. Ja. Also daraus kann man schon resultieren, ihr als Verkäufer müsst dem Käufer, dem Endkunden eine Gewährleistung bis zu 2 Jahre für Neuware dazu gesagt, ja, nur für Neuware geben. Und in der Regel ist es so, dass die meisten hier auch Neuware verkaufen. Es gibt gewissermaßen natürlich viele auch, die Gebrauchtwaren verkaufen. Meines Wissens Gebrauchtwaren sind 12 Monate Gewährleistungspflicht. Pflichtig und dementsprechend hier ist es halt die Hälfte. Bei Neuware sind es 24 Monate. So, kurz dazu gesagt. So, wo liegt nun der Unterschied zwischen der Gewährleistung und der Garantie? Das hat hier Selfdesk sehr gut unterschieden. Dementsprechend haben wir hier eine gute Unterteilung. Zuerst einmal die Gewährleistung. Wie schon gesagt, 2 Jahre bzw. 24 Monate seid ihr in der Pflicht, eine Gewährleistung gegenüber dem Kunden zu gewährleisten. Dieses ist gesetzlich vorgeschrieben und festgelegt. Verkäufer steht hier in der Pflicht. Schäden, die die Ware bereits von Anfang an hatte, beispielsweise, kann der Kunde bis zu 6 Monate angeben und sagen, das war von Anfang an beschädigt, das war von Anfang an kaputt und hat von Anfang an nicht funktioniert. Ihr müsst dann dementsprechend als Verkäufer beweisen, dass es so nicht gewesen ist. Ja? Ihr seid hier in der Beweispflicht. Das schauen wir uns weiter unten gleich nochmal an. Gebrauchte Waren, wie gesagt, an Privatpersonen bzw. einer Privatperson sind nicht gewährleistungspflichtig. Das heißt, wenn ihr privat verkauft an Privatpersonen, müsst ihr keine Gewährleistung geben, ganz klar. So. Falls ihr aber natürlich Neuware verkauft und dementsprechend eine Gewährleistung in Anspruch genommen wird vom Kunden, dann müsst ihr entweder Geld zurückgeben, eine Reparatur gewährleisten oder einen kompletten Ersatz, das heißt komplette Ware ersetzen. So, bei der Garantie, jetzt als kleiner Unterschied dazu, was ist denn überhaupt die Garantie? Die Garantie gibt immer nur der Hersteller, ja? Ihr als Verkäufer gibt keine Garantie. Das macht nur der Hersteller und die Dauer ist natürlich auch abhängig vom Hersteller, ja?
Hier ist der Hersteller sehr individuell. In der Regel kennen wir das alle als Verbraucher kennen, 2 Jahre Garantie ist quasi die Regel. Ja, das macht fast jeder Hersteller, weil er möchte, dass die Marke ja natürlich auf dem Markt etabliert wird und dementsprechend auch sich gut verkauft. Niemand kauft eine Ware oder ein Produkt, was keine Garantie hat, wo der Kunde sich dann denkt, ja, wenn es kaputt ist, ist kaputt, ist sehr ärgerlich. Der Hersteller selbst steht in der Pflicht. Ja, wenn er eine Garantie gibt, dann steht er in der Pflicht, die Dinge, die er da angibt als Garantie, auch diese zu gewährleisten bzw. zu garantieren. Die Art der abgedeckten Mängel legt die Firma fest, der Hersteller selbst. Das heißt, dem ist das freigestellt. Wenn er die aber festgelegt hat, dann muss er in diesem Umfang diese natürlich auch ersetzen bzw. auch garantieren. So, meist nur Reparaturaustausch. Ja, das heißt, in der Regel repariert der Hersteller nach Garantie diese Dinge, ja, er ersetzt es sehr, sehr eher weniger. Es kommt natürlich auf das Produkt und den Hersteller an, aber in der Regel erfolgt hier eine Reparatur. Und den Umfang der Garantie wird auch vom Hersteller festgelegt. Ja, das ist schon wie die Art der abgedeckten Mängel und so weiter und so fort. Also, da müsst ihr einfach nur wissen, ihr als Verkäufer müsst eine Gewährleistung gesetzlich geben, und zwar für Neuware bis 24 Monate, für Gebrauchtware bis 12 Monate, falls ihr das Ganze gewerblich macht. Wenn ihr Privatverkäufer seid und das Video schaut, dann müsst ihr natürlich sowohl keine Gewährleistung als auch keine Garantie sowieso nicht geben. Ja? So, bei Garantie ist komplett vom Hersteller abhängig. Ja? Und falls der Hersteller aber eine Garantie gibt, muss er auch dafür gerade stehen und diese Dinge auch natürlich garantieren. Die Dauer der Gewährleistung ist natürlich, wie schon angesprochen, 2 Jahre gesetzlich verpflichtet für Neuwaren. Falls man beispielsweise Mängel verschwiegen hat, die man vorher sagen musste, und das kann der Kunde nachweisen, dann verlängert sich das auf 3 Jahre. Dann gibt es hier noch 5 Jahre für irgendwelche Bauwerke und Baustoffe. Und so weiter. So, gibt es eine Beweislast? Ja, eine Beweislast gibt es durchaus. Diese ändert sich allerdings abhängig von dem Zeitpunkt der Reklamation des Kunden. Bis zu 6 Monaten nach dem Kauf liegt die Beweislast bei dir als Verkäufer. Das heißt, das bedeutet, dass du nachweisen musst, dass das Produkt am Tage des Verkaufs vollkommen in Ordnung war. Ja? Aber man muss dazu sagen, nach Ablauf der 6 Monate muss der Kunde beweisen, dass der Mangel bereits zum Zeitpunkt des Kaufs bestand. Zudem muss auch eine nachvollziehbare Begründung geliefert werden, warum der Kunde so lange mit der Reklamation gewartet hat. Ja, das sind so Fälle, spezielle Fälle, die beispielsweise auftreten können. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass der Kunde, falls er einen Mangel entdeckt, schon in der Widerrufsfrist das Ganze ja, bemängelt und dementsprechend reklamiert. Widerrufsfrist ist gesetzlich immer noch bei 14 Tagen. Die meisten geben einen Monat. Somit wird das generell in diesem einen Monat auch, ja, regelt sich das, ob der Kunde diesen Artikel jetzt behält oder nicht. Das hat natürlich keinen Einfluss auf die Gewährleistung von 2 Jahren, ja, die ihr immer noch geben müsst. So, und dann gibt es hier noch sehr, sehr viele weitere Punkte. Wann besteht zum Beispiel ein Mangel, Sachmangel? Das könnt ihr euch alles einmal durchlesen. Das sind gesetzliche Punkte, die ziemlich ja, tiefgründig sind und speziell von Produkt zu Produkt oder Dienstleistung abhängig sind. Und dementsprechend, falls ihr euch hier informieren möchtet, könnt ihr das tun. Ich möchte jetzt nur noch den Punkt ansprechen, wie handhabt ihr das Ganze, wenn ihr jetzt beispielsweise Ware über Amazon kauft und diese bei eBay weiterverkauft. Wie geht ihr da vor? Also zuerst einmal gesagt ist, wenn ihr bei Amazon Ware kauft, seid ihr für Amazon wie ein Endkunde. Ja, auch wenn ihr das Ganze ja vielleicht in größeren Mengen kauft, um dieses Weitergewinn bringt, weiter zu verkaufen, ihr seid Endkunde und als Endkunde habt ihr gegenüber Amazon natürlich genauso den Anspruch auf 24 Monate Gewährleistung. Und wenn ihr jetzt die Ware verkauft, habt ihr dementsprechend Ware verkauft und müsst ihr die 24 Monate eurem Kunden gewährleisten, ja? Das bedeutet, falls der Kunde jetzt in dem Zeitraum von 24 Monaten irgendwas reklamiert, dann sagt ihr, okay,
erstmal guckt ihr, ob das denn wirklich rechtens ist und eindeutig auch zutrifft, ob der Mangel wirklich jetzt berechtigt ist. Wenn der Kunde gewisse Dinge selbst kaputt macht, ja, wo es eindeutig man sieht, dass das fallen gelassen wurde, der Gegenstand oder wie auch immer, oder falsche Benutzung nachgewiesen wird, dann, ja, wenn ihr das nachgewiesen habt, müsst ihr natürlich keine Gewährleistung übernehmen, ja. Jedoch kann sich das natürlich in einen Rechtsstreit verwandeln, was eher selten die Regel ist, ja. Dennoch, wenn es dann zutrifft, dass ja, eine gewisse Sache ja, kaputt gegangen ist, die so nicht kaputt gehen durfte, dann könnt ihr als Verkäufer sagen, okay, wir beheben diesen Schaden, dann nehmt ihr dieses Produkt vom Käufer und schickt es an Amazon, kontaktiert dann Amazon und sagt, Amazon, hier habe ich ein Produkt gekauft vor beispielsweise einem Jahr. Ich habe einen Beleg, ihr kriegt ja immer eine Rechnung von Amazon und dementsprechend kann man hier sehen, welches Datum das ist und dementsprechend kann man hier auch seine Gewährleistung gegenüber Amazon stellen. So, nun kann es sein, dass ihr ein Produkt beispielsweise gekauft habt und 6 Monate später ist erst verkauft und dann durch diese Zeitverschiebung ein gewisser, ja, eine gewisse Lücke entsteht. Ja? Das müsst ihr dementsprechend dann so hinnehmen. Ja? Ihr könnt probieren, es über Amazon nochmal zu ja, eine Gewährleistungspflicht zu stellen. In der Regel würde das Amazon auch machen, denke ich mal, auch über die 2 Jahre. Aber hier habt ihr natürlich das Problem, dass dann so eine gewisse Zeitverschiebung da ist. Deshalb empfehle ich immer, die Produkte so zeitnah und so schnell wie möglich auch wieder zu verkaufen. So habt ihr in der Regel fast gar keine Zeitverschiebung und könnt in einer Gewährleistung oder in einem Garantiefall dementsprechend schnell reagieren und gegenüber Amazon diese Gewährleistung auch stellen. So seid ihr im Grunde genommen auf der sicheren Seite. Natürlich könnt ihr auch bei gewissen Markenprodukten den Kunden direkt bitten, die Kontaktaufnahme zum Hersteller. Ja, da macht ihr euch dementsprechend, wenn der Kunde das so akzeptiert und sagt, okay, dann nehme ich den Kontakt zum Hersteller auf und werde mich im Bezug des Garantiefalls oder der Gewährleistung an den Hersteller direkt wenden. Und das geht so durch. In der Regel funktioniert das auch bei gewissen Marken und bei großen Marken. Dann habt ihr dementsprechend auch so keine Probleme und könnt das Ganze so regeln. So viel zu diesem Thema. Falls ihr Fragen habt, gerne unten die Kommentarfunktion nutzen. Ich werde so schnell wie möglich darauf eingehen. Falls ihr Erfahrungen gesammelt habt, was in Bezug auf Gewährleistung oder Garantieansprüche von Kunden oder auch in Bezug auf Amazon, dann kommentiert gerne, ja, teilt eure Erfahrungen. Mich würde das sehr interessieren, welche Erfahrungen ihr da schon sammeln konntet und ob das immer so reibungslos funktioniert hat bei euch oder auch es zu gewissen Problemen gekommen ist. Das würde hier der Community und mir natürlich auch weiterhelfen und an Erfahrung gewinnen. Und sonst wünsche ich euch natürlich viel Erfolg beim weiterhin Kaufen und Verkaufen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Falls noch nicht geschehen, abonniert gerne diesen Kanal, drückt die Glocke, so bleibt ihr auf dem aktuellen Stand. Gebt dem Video auch sehr gerne einen Daumen hoch, falls euch das Ganze hilfreich war und das würde mich natürlich sehr freuen. Alles Gute, bis zum nächsten Video.